Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man aus einem Sektkorken diesen schönen Schlüsselanhänger fertigen kann. Wir benötigen dafür einen Ring von einem Schlüsselanhänger, eine Büroklammer, natürlich einen Sektkorken, eine Nadel und ein paar Filzstifte, Textmarker oder Add-ins. Wir nehmen den Sektkorken mit der dicken Seite nach oben und malen zwei Augen darauf, die wir dann umranden. An der inneren Seite der Umrandung malen wir nun ein paar Striche oder Punkte darauf. Danach folgt unterhalb der Augen der Schnabel. Jetzt malen wir die Umrandung von dem Kopf und vom Bauch. Und ein paar Muster auf den Bauch, sowie unten für die Krallen ein paar Zacken. Die Seiten, der Rücken und auch der Kopf oben werden in Braun ausgemalt. Dann nehmen wir eine Nadel und stechen zwei Löcher in den Kopf hinein, etwa im Abstand von 4 mm. Und zwar so, dass die freie Stelle genau in der Mitte ist. Dann nehmen wir die Büroklammer und biegen sie auf. Wir brauchen aber nur die Hälfte davon. Also knipsen wir sie in der Mitte durch oder biegen die Stelle in der Mitte so lange hin und her, bis sie von alleine bricht. Ein Teil biegen wir nun in Hufeisenform. Dann nehmen wir den Ring und geben ihn in den Draht hinein und können das Ganze nun in die vorgefertigten Löcher stechen. So weit runter stecken, bis der Ring noch genügend Platz hat. Und damit ist der Schlüsselanhänger Eule fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, ihr Lieben. Eure Jule.